Hallo Leute, Syl hier, willkommen zurück zu Planet Crafter. Wir sind immer noch auf Erkundungstour, finden jede Menge Zeug, so viel, dass wir es gar nicht mitnehmen können. Und werden jetzt mal in dieses Gebiet gehen und gucken, dass wir ja, die nächsten tollen Sachen finden. So, Sauerstoff maximal auffüllen, nicht Licht anmachen, sondern abbauen und wieder die falsche Taste drücken. So, dann gehen wir doch einfach mal direkt hier rein. Und eigentlich müssten wir, glaube ich, von ein Stück weiter rechts auch hier reinkommen. So, das sind komische gelbe Wolken hier. Oh, Aluminium. Eis. Schwefel, okay. Das heißt, wir haben hier nochmal ein Gebiet gefunden, was sehr interessant ist. So, das müsste das sein mit den Sandfällen. Ja, genau, das sind die Sandfälle. Und dann haben wir hier offensichtlich irgendwie so ein halbwegs normales Gebiet. Abgesehen davon, dass es hier Schwefel gibt. Oh, und Höhle. Und da sehen wir schon, was uns erwartet. So, dann gucken wir doch mal nach der Kiste hier. Was ist hier? Dich nehmen wir mit. Ja, komm. Das nehmen wir auch mit. Den Rest haben wir zuhauf. Was ist da? Wir gucken mal kurz. Ich vermute, dass das die Osmiumhöhle ist. Ja, ist sie. Osmiumhöhle, die Iridiumhöhle. Dann gucken wir mal, was das ist. So, weil da hinten ging es nicht weiter. Das ist jetzt der nächste Weg. Das ist der Weg. Was haben wir hier? Schwefel. Und kriegen, ja, Osmium. Das würde ich jetzt für den Moment auch hier lassen, einfach. Ja, das macht nichts, da kommen wir nicht ran. Okay. So, was haben wir hier? Hier würde es weitergehen bei. Ah, wo steht das? Da. 5 Mikro-K. Ist das richtig, Mikro? Ist mal nicht 100 N Nanokar. Geht also sehr viel später erst weg. Das heißt, wir können das mal einsammeln. Ja. Sauerstoff brauchen wir auch. Das können wir schon mal essen. Genau, das hat gepasst. Das Wasser werden wir später benutzen. Da haben wir noch Luft. Das macht nämlich die ganze Leiste voll. Das müssen wir jetzt also nicht verschwenden. So, dann gehen wir mal hier lang. Weil, wenn wir jetzt nämlich in die Iridiumhöhle kommen, sind wir sowieso einmal ringsrum. Beziehungsweise, da liegt ja dann noch das Schiff auf der Bergseite, was wir ständig gesehen haben, wo wir nie waren. Das könnten wir dann nochmal mitnehmen. Wenn wir jetzt hier alles wegkriegen. Ah, zwei noch. Brauchen wir hier auch nicht mehr herkommen. So, zwei Schwefel. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's sogar, ne? Also ist da oben noch was? Nee. Nee. Ja. Das wär's. Okay. Dann gehen wir jetzt durch die Iridiumhöhle. Achso, und nach Hause? Ne, wir sind von da gekommen, ne? So, wir wissen, hier liegt noch Schwefel rum. Den haben wir jetzt aber auch gut gefunden. Naja, hier ist die Iridiumhöhle. Ah ja, das war das Eis, was wir hier haben. Achso, oh. Das ist eine. Ne, ist eine blaue Truhe. Okay, wir sind voll. So, dann können wir nochmal lang fliegen. Okay. Nanu? Achso. Ist nix. Hydration low, ja. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt dann schon fast ja,
die ganze Map erkundet. Dann fehlt noch das Schiff da hinten. Und jetzt lässt sich vermuten, dass das Eis da oben zu dem Schiff hingeht. Und dann werden wir einmal ringsrum um die Map. Selbst wenn wir nicht, was würde ich sagen, durch das Eis durchkommen. So, dann machen wir das mal hier rein. Genau, das ist perfekt. Du kommst hier hin. Du musst noch mit hier hin. Iridium kommt hier hin. Essen, Trinken haben wir. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt darüber. Fliegen rüber. Und sofern das nicht da irgendwie noch weitergeht, haben wir alles. Warn 10. Warn 10. So. Na mach schon. So, dann sind wir wirklich bei fast 2 MTI. So, wie hoch kommen wir hier? Aha. Aha. Genau, das ist das hier. Das sammeln wir jetzt erstmal nicht mit ein. Wir haben jetzt genug in der Basis erstmal. So. Da geht's offensichtlich rein. Das heißt, wir stellen das Ding mal hier mit hin. Oder so ähnlich. Wo ist denn hier mal ein guter Platz dafür? Da. Okay, Sauerstoff auffüllen. Bevor wir da jetzt reingehen, nutzen wir unser Jetpack und werden mal gucken. Na. Aha. Aha. Werden mal gucken, was es so Schönes gibt hier. Hier ist nix. Oh. Tür. Ob wir hinten bei dem, ich sag mal, Riesenrad eine Tür zum Abbauen übersehen haben? Ja, hier hat's gerade gezischt. Das hat's da hinten auch. Und ich glaube, wir hatten da nix gefunden zum Türen abbauen. Ich bin mir nicht sicher. Titan. So, hier ist nix. Ja, hier zischt es auch schon wieder. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas, um eine Kiste zu bauen? Nee. Na gut, dann gucken wir doch mal, ob wir hier was finden. So, wir gehen mal wieder nur nach links. Das nehmen wir mal mit. Dann haben wir das erste Eisen. So, was seid ihr hier für schöne Sachen? Weiß nicht. So, abbauen kann man das hier nicht. Das auch nicht. Das kann man abbauen. Und dann haben wir hier das dritte Eisen für unsere Kiste. So, abbauen? Nee. Nee. Ah, das kann man auch nicht abbauen. Bin fest. Das auch nicht. Nehmen wir das hier alles mit. Oder lassen wir hier gleich was fallen? Nö, okay, das hat gut gepasst. Okay, dann hat sich das hier weggesammelt alles. Dann können wir schon mal den Träger abbauen. Und okay, wir gehen wieder nach links. Dann nehmen wir das mal mit. Dann gehen wir einmal zurück. Können wir das gleich mal wegpacken. Und dann plündern wir hier gerade offensichtlich, oder soweit wie ich das jetzt sehen konnte, das letzte Wrack. Sieht schief aus. Ist es auch. Das geht natürlich gar nicht. So. Besser. So, dann mal alles rein hier. Und dann mal ganz fix hier geradeaus durch. Ihr kommt mit. Was auch immer ihr seid. So, was abbauen hier? Nee, abbauen hier auch nicht. Hier auch nicht abbauen. Hier, Storage Crate, okay. Hier hinter der Ecke. Okay, mal her damit.
Ah, das kann man nicht abbauen. Das lässt sich jetzt auch nicht abbauen. Du schon. So, und du auch. Die Wand nicht, die Wand auch nicht. Ist das hier? Ja, das kann man abbauen. Hier ist doch schon wieder so eine Tür. Das ist doch sowas, wo ich denke, das macht doch dann Zisch irgendwann. Ne? Also von oben. Wieso geht das dann hier nicht auf? Okay, Hita 2. Oh, fast voll. Hier ist auch so eine Tür. Ja, Kisten. Das lässt sich nicht abbauen. Ah, hier. Ah, hier ist nochmal so ein Reaktor. Vielleicht muss man den anschmeißen und dann gehen die Türen auf. Das wäre natürlich was. So, du kommst mit. Das Eisen mit. Und dann sind wir auch voll. Was ist das hier? Okay, Cargo Ship. Okay, also die Navigationssysteme sind hier irgendwie, haben verrückt gespielt. Ja, naja. Okay, die Power ist durch irgendwas entzogen worden und deswegen sind die hier abgestürzt. Und hier ist ein Riesensturm auf der Oberfläche. Okay. So, kann man das hier irgendwie abbauen? Ja, also die haben hier offensichtlich ein Riesenproblem mit Magnetstürmen. Okay. Also es kann sein, ja, Storage Crate, also für, hier ist es ja, geht ja hier auch noch weiter, vielleicht kommen wir dahin. Ansonsten hätten wir da vielleicht was gefunden, was abgebaut werden will. Gucken wir gleich nochmal, da gab es ja noch einen Haufen Zeug. So. So, dann kommt ihr mal hier schön rein. Ja, komm, das war das eine Wasser auch hier. So. Auch riesig groß hier, ne? Also es geht hier auch gut rein. Dachte gerade, da steht so ein Roboter wie aus Star Wars rum, dieses Ding, was so diese ganz vielen Arme hat. So. Was ist denn jetzt hier? Ach so, die Kiste ist voll. Ah, musst du gerade niesen, sorry. Wo ist abbauen? Da. Okay, das geht nicht weg. Dann gucken wir doch mal, ob wir von der anderen Seite jetzt an so eine Kiste kommen. Ansonsten hätten wir schon ein Indiz dafür, dass wir das Schiff mit Strom versorgen müssen, um hier die Türen aufmachen zu können. Und wir hatten ja noch ein anderes Schiff. Ja, das kann nicht hinkommen. Also wenn hier zu Ende ist, also dann müssen die Türen dann noch aufgehen. Cool. Aha. Ja gut, das sind zwei Eisen. Lassen wir das stehen. Also, hier muss es noch weitergehen. Hier durch oder so. Also offensichtlich müssen wir die Schiffe dafür mit Strom versorgen. Okay, aber gut zu wissen. Das heißt, es muss auch noch forschungstechnisch irgendwie ein paar Sachen geben, ne? So, dann schmeißen wir das erstmal da rein und dann gucken wir mal, was wir mitnehmen. Können wir gar nicht alles reingeschmissen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Alu ist so eine Sache. Die würde ich auch einfach mal mitnehmen, auch wenn wir die nicht verarbeitet kriegen. Ihr kommt mit, weil ihr seid selten. Du kannst hier bleiben. Dann brauchen wir hier jetzt erstmal nichts mehr. Ihr kommt auf jeden Fall mit. So. Und das Aluminium. Okay, weißt du was? Wir lassen das mal hier und nehmen lieber das Aluminium mit. Das brauchen wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr. Golden Seed, 600%. Okay. Okay. So, kurzen Abstecher hier rüber. Ob hier oben irgendwas ist? Ansonsten würde ich sagen, haben wir es einmal hier ringsrum geschafft. Ja, und. Ja, wunderbar. Okay. Keine Ahnung. Oh, hier.
Aha. Ob hier was ist. Sieht so, nicht so aus, als ob wir hier sein sollten. Oh. Nicht, dass ich uns jetzt hier ins Aus manövriert habe. Ah. Ach, okay. So sieht man zumindest schon mal alles. Ich weiß nicht, ob das hier stehen sollte. Ist hier noch irgendwas Tolles dabei? Sieht nicht so aus. Kommen wir hier durch? Nee. Wenn wir jetzt hier nicht durchkommen, haben wir ein Problem. Okay. Wir haben es geschafft. Okay. Haben wir. Dann würde ich sagen, Abmarsch. Und dann werden wir mal ein paar Sachen bauen. Nanu. Ja, können wir nicht mehr mitnehmen. Okay, interessant. Das heißt, hier in dem Startgebiet, wir hätten sogar noch ein bisschen Sauerstoff und so gefunden, ne? Wasser lag da tatsächlich. Aber wir haben es ja geschafft. Okay. Da sind wir. Gleich mal von hier Wasser trinken. Ja, kann auch drin bleiben. So, Alu. Das sieht gut aus. So, das rote Zeug hier mit rein. Auch schön. Gibt es hier einen Sortierknopf? Jawohl, sehr schön. Uran. Und, nee, falsch. Super Alloys. Ja, wenn wir, wenn wir die jetzt dann brauchen, wissen wir, wo wir die kriegen. Was hat man hier draußen jetzt für ein Flenskin drin? Ah, das ist auch so ein Ding, ne? Ja. Okay. Die zweite 600% Pflanze. Ne, das ist eine Pflanze. Die kommt bei Pflanzen rein. Und rechtsklicken, um es zu bauen. Ja, schöne Rakete. Okay. Wir hatten doch hier das Ding. Das braucht ein Super Alloy. Oh, das braucht Dünger. Okay, wir bauen mal die Sachen, die wir bauen können. Was ist das? Alampa. Etalampa. Das bauen wir jetzt mal. Drei Eisen, drei Titan, zwei Super Alloys. Und drei Eisen. Nee. So. Ja. Okay, das könnte man hier einfach so dran snippen tatsächlich. Na. Oder auch nicht so richtig. Wieso nicht? Okay. Da stand jetzt jede Menge Zeug hoch an der Wand. Jetzt ist die Frage, will ich das da hinstellen? Ach ja, wieso nicht? Komm. Okay. Sieht man jetzt nicht, ne, dass das, jetzt ein so ein Teil ist. Ah ja, das ist gut. Das gefällt mir. Viel mehr Platz. Ich würde vorschlagen, wir bauen davon jetzt mal ein paar mehr. Ja, ein paar mehr. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Dann ruppen wir die einzelnen hier weg, die kleinen. Fällt gar nicht auf, ne? So, Moment. Da. Das passt, oder? Das ist hier. Ja, das ist bündig. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Wieso geht denn das nicht? Was fehlt denn mir? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ist doch alles. Ja, wieso geht denn das nicht? Das ist das Dreher. Jetzt geht das. Okay, ich muss das jetzt drehen, dann ging's.
Na gut, ist wie es ist, ne? So. Ah ja, okay, dann haben wir hier jeweils so Doppeltüren. Aber die Räumlichkeit, ach, die sind natürlich bombastisch, ne? Ja. Okay, ich würde sagen, das räume ich mal off-Kamera um. Das müssen wir jetzt nicht zusammen machen. Dann packe ich die nochmal weg. Und nehme mir mal das Essen hier raus. Das essen wir erstmal. Und, achso, wir können ja mal gucken, was hier jetzt bei rausgekommen ist. Der dreht sich auf jeden Fall noch. Und der ist trotzdem voll. Nehmen wir mal alles mit. Ja, also Eis gab es nicht. Das ist mir ein bisschen laut hier, Moment. Also, wir haben rausbekommen diverse Eisen. Das ist schon mal super. Naja, ein wenig Silizium. Aber auch okay. Das ist so. Ja, relativ gut Magnesium. Ja, Titan. Und Kobalt haben wir auch genug. Dann können wir auch uns schön mit Fenstern ausstatten. Das machen wir dann. So, ist das jetzt hier ein Hagelschauer? Meteoritenstauer? Steinschauer? Todesschauer? Wissen wir nicht. Okay, so, was gibt's denn jetzt eigentlich noch? Blueprint Screen. Dann gucken wir mal, was hier als nächstes eigentlich alles so kommen würde. Bei 5 MTI kommt das nächste Backpack. 50 MTI. 600 MTI. 650 MTI. DNA-Manipulator. Okay, 700 MTI. GTI. Waterfilter. Moment, Moment. MTI, 1 GTI, 89,5 GTI. Wow. Wow. Okay. Da kommt wohl noch ein bisschen was. Peter T4, Triesbäder T2. Ah, T3. T2, okay, braucht andere Voraussetzungen. Haben wir schon T1? Gras, Flower Pot. Irgendwo muss ja dann T1 kommen. Schild, 500 NK. Haben wir anscheinend also noch lange nicht. Algengenerator, Biodome, nochmal ein Bohrer. Okay, ein Fusionsgenerator. Da bräuchte man ja eigentlich Fusionszellen, oder? Das passt von den Werten, oder? Passt das von den Werten her? Naja. Naja. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Nuklearreaktor 2. Millipascal oder Meter? Es gibt ja auch Hektopascal. Ist das dann Metapascal? Weiß ich nicht. Flower Spreader, den hatten wir doch hier auch schon. Nee, place a seed to grow a flower inside. Was macht das? Macht das irgendwas? Gasextraktor. Okay. Extrahiert Gas aus der Erde. Was haben wir denn hier für Gase? Und hier der Erzextraktor 2. Okay, also die nächsten Sachen, die wir haben, erfordern es von uns, dass wir das, was wir bauen können, auf jeden Fall bauen. Dann werden wir das mal tun. Und ich weiß nicht, lohnt es sich, wie so ein Wohnzimmer zu bauen? Wir könnten das tun. Den Platz würden wir jetzt gut zusammenkriegen. Aber mir gefallen diese Dinger hier wirklich sehr. Wir hatten noch einen Chip, ne? Ich bin so verzweifelt. Ich will da mehr von haben. Komm, gib uns noch etwas. Gib uns irgendwas. Oh. 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 Wie kannst du mir das nur antun? Ich habe mich so auf dich verlassen. Tu mir das nicht an. Ah, ja, wir können uns ja ein Wohnzimmer tatsächlich bauen und das Ding ja auch reinstellen. Und dann können wir uns da Trophäen darauf stellen. Da können wir jetzt hier eine richtig schöne Basis craften. Ja.
Genau, ich würde das wie folgt machen. Ich würde dann jetzt zum Ende kommen und anfangen, das hier groß zu bauen, umzuräumen und so weiter. Wenn ich das hier umgeräumt habe, also die Basis hier drin ausgebaut habe, dann würde ich mit euch gemeinsam die neuen Sachen bauen, um entsprechend das Terraforming weiter zu betreiben. Ich hatte ja Sorge wegen den MTI, ne? Na, jetzt, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das hätte ich auch einfach weiterlaufen lassen können. Aber wir werden das jetzt richtig groß aufziehen. Das verspreche ich euch. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bis hierher. Und habt eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.